Herrlich, oder? Und damit willkommen zurück zu The Sonic Colors. Ich muss kurz überlegen, welches Spiel ich nochmal gerade spiele, ob ich das gerade angespielt habe. Ich gebe mal in die Sweet Mountain Zone und berühre einen Wisp. Verpasst, verdammt. Nicht schon wieder. Ha, gekriegt. Bekommen. Wir bekommen gleich mal wieder einen neuen Wisp rein. Ey, Jacker, wer ist das? Jacker sagt, das ist ein Freund von ihm. Das ist der rote Wisp. Gibt zwar alle möglichen Wisps. Ja, aber von Aussehen und der Bewegung her ist er ganz anders als der andere. Genau. Er sagt rotes Feuer, aber ich weiß nicht, was er damit meint. Ich schon. Der ist cool. Die Kraft der Flammen, sagt er, und du kannst dich nun von einer Anleitung ansehen. Ja gut, gucken wir mal an, weil ich habe das nicht mehr im Kopf, wie das funktioniert. Ich erkläre mal, was der rote Wisp sagte. Der rote Wisp ist nicht wie der andere Wisp. Er sagt, er ist ein bunter Wisp mit besonderen Kräften. Wenn du einen bunten Wisp aufnehmen und Kraft nutzen kannst, sagt sie oben links. Jetzt gut gemacht. Du wurde probier es aus. Gut gemacht, Sonic. Mit für Sprung bei Explosion B. Ach, das ist der. Cool. Das war der. Bams! Na, Atomexplosion ist dagegen ein Scheißdreck. Du kannst ja das rote Feuer benutzen. Dann mal Ryan in die erste Zone. Im Trap. Wackelpudding. Oh. 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 Meins. Ich bin wie Lothar Matthäus, der Herr der Ringe. Verdammt. Übrigens, wenn wir den Megasprung einsetzen, können wir auch für einen bestimmten Zeitpunkt. Scheiße. Okay, das war jetzt lahm. Ist nicht Philipp lahm, sondern einfach nur lahm. Nein. Natürlich können wir auch die Sprunghöhe verändern. Wie zum Beispiel jetzt, wir kriegen mal eine Dreier-Treffer. Ich hätte mir schon denken können, dass da wir so eine Jellybeans sind. Jellybeans oder Skittles. Ich mag Skittles. Ich kenne sie zwar erst seit einem gewissen Zeitpunkt. Dann mal Verwandelung. Voll die Explosion, yo. Meine. Das sind meine Ringe. Hau ab, Biene. Ich komme gar nicht zum Reden, weil ich so konzentriert bin beim Splayen. Ja, ein Jump'n'Run zu Let's Play ist immer was anderes. Weil bei Strategien spielen muss er bloß irgendwelche Knöpfe drücken,
Es wird schon irgendwas erledigen. Aber bei Jumping Runs ist es was anderes, weil du musst halt wirklich überlegen, wo du hinläufst. Und bei Sonic-Spielen zum Beispiel so, das sind bei Abgründe. Wirklich überall. Und ich habe meistens das Glück, alle zu finden. Und wir haben über 100 Ringe. Das heißt, wir bekommen ein extra Leben, was ich sicherlich noch gebrauchen werde. So wie ich mich kenne. Ach Mann, ey, ich fahre immer wieder drauf rein. Einen riesen Bossgegner, den wir leider nicht besiegen konnten. Super Sprung. Also verzeiht mir, wenn ich ein wenig ruhig bin, weil ich mich konzentrieren muss. Ich weiß, das ist eine dumme Entschuldigung, aber ja. Absolviert, würde ich sagen. Ab in den nächsten Act. Leider nur zwei Akte pro Level. Das finde ich ja, doof. Aber die Mission werde ich eh nicht machen. Niemals. Ich habe mal eine geschafft, glaube ich, hier drin. Das war das dumme Level, oder? Irgendwie sieht der Roboter aus wie Eggman. Finde ich irgendwie. Ja, dass wir da reinlaufen, war vorhersehbar. Auch beim zweiten Mal war es noch vorhersehbar. Jetzt lauf doch! Verdammt nochmal. Ich wurde von einer Gabel aufgespießt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, echt. Ich fasse es nicht. Hau mich du bloß ab mit deiner Gabel. Ja, in den Containern sind meistens eine unbestimmte Anzahl von Ringen. Das können von einem Ring bis 20 sein. Ich meine, es ist wie so ein Überraschungsei. Man weiß nie, was drin ist. Auch beim siebten Ei ist meistens nicht das Spielzeug drin, was man haben will. Ich habe jahrelang Überraschungseier gegessen. Ich weiß das. Und schon wieder ein Leben. Wir haben jetzt schon 7 Leben, verdammt nochmal. Ja, ich würde unbedingt da reinfahren. Genau das war mein Ziel. Ich werde aus den echt nicht schlau. Echt, ich werde wirklich. Dann haut mich doch alle mal. Ich hab den Wackelpudding zerstört. Wie geil. Aber wächst nach. Faszinierend. Ein Hoch auf den Waldmeister. Ich hätte was das Waldmeister Wackelpudding gewesen sein wird. Also beim ersten Mal ist es noch okay, aber beim zweiten Mal wird es dann schon ein wenig seltsam. Och Mann, ich will eine dritte Explosion hinlegen.
Nein, hier will ich schon wieder runterfahren. Oh, ich dachte, ich überlebe heute mal. Wie naiv. Natürlich muss ich den mitnehmen. Den muss ich natürlich auch mitnehmen. Das war selbstverständlich. Ha! Ich hab's geschafft! Ich hab's. Ach nein. Mann, ich werde echt nicht schlau aus dem Spiel. Weil es wird viele von euch sagen, man kann aus dem Spiel schlau werden. Nicht wirklich. So, wenn ihr mich anseht, nein. Njam. Und da ist das Ziel. Ja Gott, nochmal. Abgeschlossen. Zeitbonus 0, Wispsbonus 4810 und Ringbonus von 2280. Gesamt 7080. Gucken wir uns mal den Speziale W2 an. Aber nur weil heute Donnerstag ist. Schon komplizierter als der erste. Hoffe ich doch mal. Was machst du? Nein. Hab ich schon verkackt? Bekomme eine Bonuskugel. Und davon gleich zwei. Verdammt nochmal, ich hab's. Nein! Nein! Oh Mann, jetzt habe ich noch die Kugel verpasst. Ich habe ja so wenig Platz gehabt auf meinem Mauspad. Ja, jetzt ist noch mein anderer PC angehangen. Och Mann. Wenn man mal Pech hat, dann richtig. Ganz konzentriert. Ich habe alle erreicht. Ich hab's mal geschafft. Hundertelf von 70. Vor den Looping. 85 Kugeln sammeln, das wird auch kein Problem sein. Musik wird auch mal schneller. Oder wenn hier nur gelbe Kugeln sind, ist es einfach.
noch voll die blaue Kugel weggebasht. Nein, ich krieg keinen Bonus. Verdammt. Verdammt. Okay, ich hab's verschissen. Das werde ich nochmal nachholen irgendwann. Vielleicht nach diesem Part. Weil den wir schon haben. Oder ich hole dich später mal noch nach. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Boss. Ohne Einleitung? Haha. Ich hab dich voll genoobt. Ey. Scheiße. Was soll das denn werden? Weil ich glaube zwar nicht, dass man den Boss so machen sollte, aber zu spät. Dann hätten wir ihn besiegen. Sweet Mountain. Versus Boss mit 8 Leben. Willkommen zurück, Sonic. Hey, Tails, gibt's das Neues von Jakob? Meine Saison hat verrückt gespielt, aber ich habe ihn repariert. Mal sehen, wir wissen, tragen eine besondere Kraft in unserem Körper. Eggman würde uns die Kraft wegnehmen. Das wusste ich bereits. Sagt, wenn Wisps ihre Energie verlieren, werden sie zu Neger-Wisps. Dr. Eggman Neger? Eggman heißt ja anders. Ah, wie hieß der nochmal? Oh, ich hatte es gerade eben noch im Kopf. Naja, dann mal ein späteres Mal. Was macht die denn da eigentlich? Na ja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mal irgendwo hier wieder. Das ist eigentlich das. Das ist die Act-Wahl. Und was ist das? Das ist die Galerie, oder? Gucken wir uns dann danach an, irgendwann mal. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, damit ihr halt bald auch wieder davon mehr bekommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.